Was geht ab YouTube? Pascal Su, Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Und im letzten Video haben wir über die Optimierung der Phasen gesprochen, über Trophiephase, Kraftphase, Peaking. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen auf das Volumen eingehen. Das Volumen ist ein Faktor, das deinen Progress im großen Maße beeinflusst. Und auch hier gibt es eben Faktoren, die wiederum beeinflussen, mit wie viel Volumen du trainieren solltest. Und auf die möchte ich in diesem Video mal eingehen. Und um den Umgang mit dem Volumen zu erklären, brauche ich erstmal zwei Marker. Zum einen praktisch den unteren Marker mit dem Mindestvolumen, was du absolvieren müsstest, um Progress zu erlangen. Das nennen wir jetzt mal MEV, Minimum Effective Volume. Und zum anderen praktisch, wenn wir jetzt hier das Minimum Effective Volume haben, auf der anderen Seite das maximal oder das höchste Volumen, von dem du dich erholen kannst. Maximum Recoverable Volume, MRV. Und wie hier auf dem Bild zu erkennen, gibt es praktisch eine große Spanne an Trainingsvolumen. Es gibt natürlich viel zu wenig Volumen, also gar kein Volumen praktisch, und es gibt auch viel zu viel. Und diese beiden Marker markieren im Grunde erstmal einen Bereich, in dem wir uns aufhalten können, in dem das Training mit höchster Wahrscheinlichkeit sinnvoll ist. Und diese beiden Marker, die sind eben ganz unterschiedlich. Es gibt also diverse Faktoren, die im Trainierenden diese beiden Marker oder die Position dieser beiden Marker beeinflussen. Was aber noch wichtig zu verstehen ist, dass die beiden Marker oder diese ganze Theorie über Volumen hypothetisch ist. Also wir haben hier keine exakte Wissenschaft, wo man sagen kann, wir messen jetzt ein paar Faktoren und dann kann man bestimmen, wo genau dein minimal effektives Volumen ist oder wo das maximale Volumen ist, von dem du dich erholen kannst, sondern im Großen und Ganzen können wir nur eine gewisse Menge verschreiben und dann ausprobieren, wie du damit klarkommst, um dann uns immer näher daran heranzuarbeiten. Aber selbst dann, also wie ich gleich, wenn ich die Faktoren erkläre, hoffentlich deutlich machen kann, verändern sich diese Faktoren eben auch durch dein Leben. Das bedeutet, dein Volumen, dieser Bereich vom effektiven Volumen, in dem du trainieren kannst, bewegt sich halt durch dein Leben, durch deine Lebensumstände und verändert sich. Wenn wir uns jetzt also mal diesen Typen hier angucken, der macht praktisch gerade einen Sumo-Squat, die Stange biegt sich nicht. And if the bar ain't bending, you're just pretending. Und deswegen können wir nicht ganz ernst nehmen. Nein, aber bei ihm soll es einmal ganz kurz deutlich werden, dass wir eben einen bestimmten Bereich haben, in dem wir trainieren können. Wir können gar nicht trainieren, wir können viel zu viel trainieren, praktisch jeden Tag 5 Einheiten. Und irgendwo dazwischen wird eben der Bereich sein, in dem du effektiv trainieren kannst. Und diese beiden Marker, die ich jetzt einkreise, sind eben einmal der untere Marker, das MEV, und der obere Marker, der zu viel, oder ja, die Grenze zu viel Training praktisch markiert. Yes. Gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Faktoren ein. Als allerersten Faktor haben wir hier das Geschlecht. Und bei Frauen ist es so, dass sie in der Regel kleiner sind und auch mit weniger Muskulatur ausgestattet als ihre männlichen Gegenstücke. Das gepaart mit eben noch einem niedrigeren Testosteronspiegel führt eben dazu, dass wir mehr trainieren müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Weniger Muskeln sind eben auch weniger Muskeln, die ermüdet werden können, die zerstört werden können, beziehungsweise erholen die sich dann dementsprechend auch schneller. Also wenn wir das Geschlecht betrachten, bedeutet das in der Regel, dass Frauen mehr trainieren müssen als Männer. Generell gibt es da aber auch noch Unterschiede, das wird hoffentlich gleich auch noch mit den anderen Faktoren deutlich, denn es gibt ja auch große, schwere, starke Frauen und es gibt aber auch sehr leichte Frauen, die nur mit 40 Kilo Kniebeugen machen. Und da, ich sag mal, es ist ja eher selbsterklärend zu sagen, okay, die nur mit 40 Kilo Kniebeugen macht, die braucht halt einfach einen Ticken mehr Volumen, beziehungsweise sie kann überhaupt mehr Volumen ab, denn die schwere Frau, die 250 Kilo beugt beispielsweise, die kann das gar nicht mal so oft beugen, denn sie ermüdet wesentlich mehr Muskulatur und muss sich länger davon erholen, das gebeugt zu haben, was dazu führt, dass sie eben einfach weniger Volumen toleriert. Der nächste Punkt wäre das Körpergewicht. Das Körpergewicht korreliert mit Muskelmasse. Das bedeutet, der große, schwere Athlet hat in der Regel auch mehr Muskelmasse. Und da haben wir denselben Grund oder dieselbe Ursache. Ein Mensch, der sehr viel Muskelmasse mit sich rumträgt, der hat auch viele Muskeln, die er zerstören kann im Training. Und wenn er sie zerstört, dann brauchen die in der Regel länger, um sich zu erholen. Das bedeutet, der schwerere Athlet sollte in der Regel weniger Volumen trainieren als der leichte Athlet. Das hat allerdings auch seine Schwäche. Und zwar, wenn jemand halt einfach sehr hohen Körperfettanteil hat, sehr dick ist, dann zählt das Ganze im Grunde nicht, denn Fett ist keine Muskulatur. Ne? Die wird nicht ermüdet, die ist einfach nur da. Und entsprechend, das hat halt alles seine Schwächen. Körpergröße ist auch noch so ein ganz interessanter Punkt, denn ganz grob gesagt, der große Lifter muss das Gewicht einfach über einen längeren Weg bewegen. Ne? Das bedeutet, er verrichtet auch mehr Arbeit. Wenn du also einen kleinen Lifter hast, der 220 beugt über einen recht kurzen Weg, dann wird den das wahrscheinlich nicht so ermüden, wie wenn ein 2 Meter Lifter 220 über den kompletten Weg mit Tiefe beugt, weil er einfach mehr Arbeit verrichtet. Dasselbe kann man im Grunde auch sagen, wenn du sehr spezialisiert bist in manchen Übungen. Also wenn du beim Bankdrücken wirklich nur noch so einen kurzen Weg hast, anstelle von diesem weiten Weg, dann setzt das auch weniger Ermüdung. Das bedeutet, in der Regel kannst du dann auch mehr Frequenz tolerieren und öfter diesen Lift trainieren. Was bedeutet, dass Lifter, die eben ihre Technik optimiert haben und in gewissen Maßen auch Spezialisten sind in gewissen Übungen, halt einfach diese Spezialisten sind. Das bedeutet, du verbesserst deine Technik, bewegst das Gewicht über weniger Weg, kannst öfter trainieren, durch öfter trainieren wirst du wiederum besser und der Rattenschwanz geht los.
Das Kraftniveau ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, denn in der Regel kann man sagen, dass der Lifter, der nicht ganz so stark ist, mehr trainieren oder mehr Volumen tolerieren kann als der komplett starke Lifter. Allerdings ist das Ganze halt, ich sag mal, ein bisschen komplexer, denn der Lifter, der eben schon sehr stark ist, bei dem steigt im Grunde, also diese Spanne, ne, die wir uns gerade genommen haben, wird im Grunde kleiner. Das MEV, was jetzt hier ist, und das MRV, was jetzt hier ist, ich weiß nicht, ob das jetzt getauscht ist, ob das dann noch sinnvoll ist in meinem Kopf. Die rücken einfach näher zusammen. Ne? Weil er muss mehr trainieren, damit er effektives Training erreicht, kann aber auch nicht mehr so viel trainieren, da er halt so stark ist, dass das Training ihn ermüdet. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn man sehr fortgeschrittene Lifter trainiert, genau in diese kleine Spanne von effektivem Volumen reinzutreffen. Also den Lifter nicht zu überfordern, ihn ins Übertraining zu trainieren, aber auch nicht zu unterfordern, damit wir stetige Anpassungen generieren können. Und wenn du eben einen Lifter hast, der noch nicht so stark ist, ne, dann ist entsprechend die Spanne größer. Das bedeutet, mit weniger Training wird er schon effektiv sein wahrscheinlich, kommt drauf an. Und er kann in der Regel auch mehr Training ab, weil die Gewichte halt noch nicht so hoch sind. Wo also der extrem starke Lifter vielleicht nur 3 Sätze braucht, kann der Anfänger 7 Sätze machen. Deine Erfahrung ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Denn wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ein erfahrener Lifter eben auch ein starker Lifter ist. Das heißt, ein Lifter mit einem höheren Kraftniveau. Kann aber auch bedeuten, also du kannst ja 20 Jahre trainieren und alles falsch machen. Ne? Dann bist du eventuell auch noch nicht so stark. Oder du hast schon 20 Jahre trainiert, aber bist jetzt wieder im Anfängerniveau, weil du dich vielleicht verletzt hast oder sowas. Ne? Entsprechend ist das mit der Erfahrung so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zu sehen. Im Grunde wäre es ähnlich wie mit dem Kraftniveau auch, nur man muss eben den Kontext betrachten, man muss sich jeden Lifter für sich angucken, wie der gerade auch zurückliegend trainiert hat und dann zu beurteilen, mit wie viel Volumen man den jetzt trainiert, denn es kann dasselbe sein. Ne? Das MRV, das MEV, also das minimale effektive Volumen, kann höher sein, ne? Sodass er halt mehr trainieren muss, um Anpassungen zu erzielen. Und gleichzeitig kann das MRV aber auch runtergerutscht sein und die Spanne wieder kleiner gemacht haben, sodass er halt auch nicht zu viel trainieren kann, weil ja, er halt schon sehr erfahren ist, die Gewichte so hoch sind. Das kann aber auch das Gegenteil bedeuten, dass er schon weit ist. Also da muss man immer noch ein bisschen nachhaken und immer noch in Relation nehmen, wie dann der Lifter überhaupt gerade aufgestellt ist. Ein weiterer interessanter Punkt ist das biologische Alter. Obwohl, so interessant ist das eigentlich gar nicht. Also ich bin jetzt 30 und ich kann nicht mehr so viel trainieren wie mit 20. Allerdings bin ich auch stärker geworden über die Zeit. Das bedeutet, ich kann sowieso weniger trainieren, weil wenn ich mal, keine Ahnung, mit 80% beuge, dann sind das immer über 200 Kilo. Das kann ich halt einfach nicht so oft in der Woche machen, ohne mich komplett zu zerstören. Beim biologischen Alter ist es im Grunde so, es gibt ganz bestimmt auch 45-Jährige, die sehr viel Training brauchen. Und im Grunde kann man es nur so betrachten, als dass man sagt, okay, der 45-Jährige wird wahrscheinlich weniger Training tolerieren als der 35-Jährige. Der 35-Jährige wird wahrscheinlich weniger Training tolerieren als der 25-Jährige. Ne? Und der 15-Jährige, der kann am meisten trainieren. Oder der 20-Jährige. Allerdings kippt das auch. Also bei jedem dieser Punkte, das ist auch recht wichtig, muss man immer das Individuum betrachten. Ne? Deswegen ist dieser Trial-and-Error-Prozess ja auch so wichtig. Es kann gut sein, dass du dem weniger Training gibst, das bringt nichts. Er braucht wesentlich mehr. Ne? Also sein MEV, sein minimal effektives Volumen ist höher und du hast ihn halt unterhalb dessen trainiert mit einem 5x5. Vielleicht braucht er halt 10 Sätze die Woche oder 15 oder vielleicht sogar 20. Ernährung ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, besonders wenn Leute mich fragen, wie sie trainieren sollen im Progress oder in ihrem Trainingsprogramm, wenn sie auf Diät sind. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du auf Diät bist, bist du erstmal in einem katabolen Zustand, in einem abbauenden Zustand. Ne? Das bedeutet, dein MEV, dein minimal effektives Volumen, was du Minimum trainieren solltest, damit du halt weiteren Anpassungen erzielst, steigt. Das bedeutet, du musst mehr trainieren, um aus diesem katabolen Zustand zu entfliehen. Gleichzeitig sinkt aber auch dein MRV. Das bedeutet, die Spanne wird kleiner, wie eben auch bei dem Lifter, der besser wird. Du kannst dich natürlich schnell ans Aushauen, weil du nicht so viel Energie zur Verfügung hast. Gleichzeitig musst du aber auch mehr trainieren, damit du eben Anpassungen erzielst. Das bedeutet, diese Spanne wird kleiner und es wird immer schwieriger, da reinzutreffen. Ihr kennt es vielleicht aus der Diät, dass ihr mal reingehauen habt im Training und dann seid ihr total platt und niedergeschlagen. Da habt ihr in der Regel wahrscheinlich über euer erholbares Volumen trainiert. Ne? Und viele machen halt den Fehler, dass sie das Volumen zu drastisch reduzieren oder die Intensität zu drastisch in der Diät reduzieren. Und ich würde empfehlen, dass ihr den Marker Volumen halt einfach verändert und das restliche Training fast identisch lässt. Je nachdem, wie ihr seid. Aber in der Regel passt das ganz gut, weil wenn du das Volumen dann anpasst eben und versuchst, irgendwie in diese Spanne zu kommen, im Hinterkopf hältst, du willst das Volumen nicht zu krass reduzieren, damit du nicht unter dein MEV fällst. Du willst es aber auch nicht gleich halten, weil du damit wahrscheinlich über deinem MRV bist oder bei deinem MRV, was natürlich wieder kritisch sein kann für deinen Trainingsprogress in der Diät, wenn man sowas überhaupt haben kann. Weil zu viel trainieren auch scheiße ist, aber zu wenig trainieren auch. Das heißt, es wird halt ein schwieriger Balanceakt, dich genau in diese Mitte reinzutreffen. Es ist eigentlich nicht so schwierig, es ist aber Trial and Error und es ist eben schwer zu erklären oder eine Empfehlung dafür zu geben, wenn du eine pauschale Empfehlung. Ja. Achso, bei Ernährung gibt es natürlich auch noch die andere Seite.
gute Ernährung. wenn du dich gut ernährst, dann wird dein Fenster praktisch größer. Also du profitierst auch schon von weniger Training, weil du eben alle Ressourcen hast, die du brauchst. Und du kannst in der Regel auch mehr Training tolerieren. Ne? Also Diät, Fenster wird sauklein. Zunahme, genug Kalorien essen, gut essen, gutes Mealtiming vielleicht sogar. Und die Spanne wird größer. Der gute alte Schlaf. Also sehr viele haben Probleme mit ihrem Schlaf. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Und das bedeutet eben, also es hat immer eine große Bedeutung für dein Trainingsvolumen, wenn du schlecht geschlafen hast. Und da fahren sich, glaube ich, die meisten halt dann in Probleme, weil sie 1, 2, 3 Tage schlecht hintereinander geschlafen haben und trotzdem von sich dasselbe Training abfordern, wie es ihr Plan vorsieht, ohne Anpassungen zu machen. Und beim Schlaf ist es so wie bei deiner Ernährung praktisch auch. Ne? Wenn du gut schläfst, dich gut erholst, profitierst du von weniger Training, also dein MEV geht nach unten. Plus du kannst auch mehr Training tolerieren, dein Fenster wird also wieder größer. Ne? Und wenn du schlecht schläfst, sau scheiße, ne? Dann wird das Fenster wieder kleiner. Das heißt, du musst mehr trainieren, damit du diesen, ja, damit du den gleichen Reiz setzt praktisch. Plus du kannst auch nicht mehr so viel trainieren, weil du dann ein Problem bekommst, weil du halt gar nicht so viele Ressourcen zur Verfügung hast, kaputt bist, unausgeschlafen. Das bedeutet, gut schlafen, Jungs und Mädels. Ne? Gut schlafen, damit das Fenster groß wird und du auch mit mal nicht so einem geilen Trainingstag gute Effekte erzielst. Und wenn du schlecht schläfst, wird das Fenster klein, die Anpassungen werden auch dementsprechend kleiner. Beim Stress ist es jetzt genauso wie bei der Ernährung auch und bei dem Schlaf. Ne? Viel Stress, Fenster wird klein, wenig Stress, Fenster wird größer. Also Leute, entspannt euch. Dazu muss man auch sagen, dass der Körper nicht wirklich unterscheiden kann, was für ein Stress gerade auf ihn wirkt, nur dass Stress auf ihn wirkt. Also es kann ja Stress sein, sauschweres Kniebeugen machen zu müssen. Es kann aber auch Stress sein, wenn du dich zu Hause mit deinem Partner streitest oder wenn du auf Arbeit Stress hast. Und dein Körper kann da nicht wirklich unterscheiden. Deswegen muss man halt, ja, ich sag mal, für sich irgendwie eine Methode finden, zu sagen, okay, heute ist ein Tag, an dem ich echt gestresst bin und dann entsprechend auch im Training reagieren. Das sind eben Dinge, die kannst du nur machen, indem du dich selbst kennenlernst. Sowas lässt sich nicht planen. Und dafür kann man eben nur, ich sag mal, den richtigen Startpunkt legen, zu trainieren und ja, die richtigen Reaktionen machen, das Feedback praktisch, sich Feedback nehmen vom zurückliegenden Training und dann entsprechend irgendwie im Volumen, ne, einen Satz streichen, 2 Sätze streichen, Sätze draufhauen, wenn es dir gut geht. Dein zurückliegendes Training spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne? Also wenn du dein Leben lang getreten wurdest durch Hypertrophiephasen oder dich selbst dadurch getreten hast, bist du in der Regel, ja, also brauchst du in der Regel mehr Volumen für die gleichen Anpassungen. Das bedeutet, dein Fenster verrutscht. Dein MEV steigt, aber dein MRV steigt vielleicht auch. Ne? Also wenn du eine lange Zeit mit sehr viel Volumen trainiert hast, ne, dann bringst du dich so ein bisschen in so einen Abwärtsstrudel, weil du immer mehr Volumen brauchst für dieselben Anpassungen. Allerdings lässt sich das jetzt nicht so einfach sagen. Also entspannt euch. Ne? Die meisten von euch haben nicht mit so viel Volumen trainiert. Das ist eher selten. Okay, zuletzt haben wir natürlich noch die genetischen Voraussetzungen. Die beeinflussen dein Trainingsvolumen echt scheiße stark. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Typen, der, mit dem du ins Gym gekommen bist, wahrscheinlich gleichzeitig, und der hat die Gewichte einfach nur angeguckt und ist gewachsen. Während du dir richtig für jeden einzelnen Gramm Muskulatur und Kraft den Arsch abarbeiten musstest. Und es ist eben so, dass wir auf gewisse Weise prädisponiert sind für Training und für Volumen. Und das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten, dass es manche Leute gibt, die können einfach scheiße viel Volumen ab. Und dann gibt es auch Leute, die können nicht so viel ab. Ne? Ich sag mal so, deine eigene Genetik einzuschätzen, das kannst du nicht machen. Denn Genetik ist mehr als einfach nur sich einen Lifter angucken und sagen, der hat gute Proportionen. Na, da geht es auch um Muskelfaser, Verteilung und halt noch um viele andere Faktoren. Allerdings, also das Einzige, was eigentlich Sinn macht, ist auszuprobieren. Und wenn du halt merkst, wow, ich brauche echt viel Training, dann brauchst du halt echt viel Training und dann ist wahrscheinlich auch deine Genetik gut. Vorher irgendwelche Anstellungen zu machen, ich sag mal, sehr viele machen den Fehler, die sagen dann, oh, ich habe eine scheiß Genetik. So. Und das ist halt auch nicht geil. Du weißt nämlich nicht, was du eine scheiß Genetik hast. Außer du hast dir schon mal wirklich bis an dein Limit den Arsch abgearbeitet und hast die Ergebnisse geprüft. So, ich hoffe, du kannst dich jetzt ein bisschen besser einschätzen, dich und dein Trainingsvolumen. Jetzt stellt sich allerdings noch die Frage, was zum Teufel mache ich denn jetzt mit diesen Infos? Was helfen die mir denn jetzt? Es geht also im Grunde darum, wie kannst du dein Volumen sinnvoll veranschlagen und dann auch sinnvoll reagieren. Und ich möchte dir hier gerne mal zeigen, wie ich das für mein Trainingsprogramm Progress, was Trainierende ja komplett autark trainieren können sollen, das bedeutet ohne Coach, wie ich das Problem hier gelöst habe, damit die Athleten ihr Volumen ja gut veranschlagen können, einen Punkt haben, von dem sie ausgehen können und diesen Punkt halt anpassen können nach oben und nach unten. Und zum ersten gibt es in Scientific Principles of Strength Training von JTS, Training Systems, heißt das? Nee, Juggernaut Training Systems, JTS, Training Systems macht keinen Sinn, JTS, TS. Gibt es Empfehlungen? Bezüglich des Volumens, das sind so grobe Einschätzungen, die haben Marker unten und oben, die siehst du jetzt gerade hier. Es gibt Empfehlungen für die Hypertrophiephase, für die Kraftphase, für die Peakingphase. Ich guck mal kurz, du siehst hier zum Beispiel,
Ich kreise es mal gerade ein. In der Hypertrophiephase ist eine minimale Empfehlung für die Satzzahl 7,5 pro Woche und eine maximale 14 beim Kniebeugen. Dann siehst du rechts davon ein Median, das stellt den Mittelwert dar. Das sind die groben Empfehlungen, mit denen ich im Progress arbeite, und die sind auch immer gleich. Und jetzt besteht allerdings die Möglichkeit, dass du diese Empfehlung auf dich anpasst. Also erstmal nehmen wir den Mittelwert, den Median, ne, und erhöhen oder addieren da Sätze hinzu oder subtrahieren Sätze dazu auf Basis von einem Volumenrechner, den ich eingefügt habe, der all die Punkte, die ich gerade genannt habe, mit in Relation nimmt. Also du füllst den aus und der spuckt dir dann im Grunde entweder eine Erhöhung oder eine Reduktion der Sätze aus. In der Regel eine Erhöhung. Wenn du eine Frau bist und Frau auswählst, dann kriegst du direkt bam plus 5. wie gesagt, den Rechner habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder so. Der basiert auf Scientific Principles of Strength Training. Das ist so ein Entscheidungsbaum. Ich habe den einfach nur umgepackt in eine Excel-Datei, die man halt einfach per Klicken ausfüllen kann, die dann, ich sag mal, dir eine Volumenempfehlung gibt für die einzelnen Übungen. Ne? Es handelt sich um Powerlifting-Plan, deswegen dreht sich erstmal alles um Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Allerdings kann man genauso auch vorgehen, wenn es jetzt um das Rückentraining geht oder so, da brauchst du halt nur, ich sag mal, eine gewisse Empfehlung erstmal. Die ist in der Regel bei mir mit zwischen 10 bis 14 Sätzen pro Woche veranschlagt. Da muss man, vielleicht mache ich mal ein Follow-up-Video. Schreibt mir das mal in die Kommentare, da mache ich für jede Muskelgruppe mal so ein Follow-up-Video, wie man sein Volumen da besser veranschlagen kann. Alright, das bedeutet, du füllst diesen Volumenrechner aus, dann bekommst du deinen Trainingsplan aufgesetzt und kannst jetzt das Volumen auf deine Wochen verteilen. Standardmäßig sind eben die Standardmengen an Training vorgesehen, und du kannst sie jetzt erhöhen, um diesen Faktor, um den du deine Sätze erhöhen sollst, der all diese individuellen Faktoren für deine Volumensbestimmung in Betracht zieht. Und man darf nicht vergessen, es handelt sich hier trotzdem um Empfehlungen. Ne? Es kann immer sein, dass es für dich irgendwie alles ein bisschen anders aussieht. Aber wenn du es nicht ausprobierst und irgendwo anfängst, dann findest du es auch nie raus. Ne? Und deswegen finde ich es eine ganz gute Sache, so reinstarten zu können. Wenn du Lust hast, als Tool dafür das Progress zu nutzen, gibt aktuell 20% auf dem Programm noch bis zum Ende der Woche. Für Diskussionen gerne im Kommentarbereich. Ich werde da auch ein bisschen mitdiskutieren bei Fragen, noch ein paar Hilfestellungen machen. Ich hoffe, ich habe gerade nichts vergessen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ansonsten schreibst du mir in die Kommentare. Pascal zu checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. Guck mal, wo ich das Mic habe. An einem, wie heißt sowas? Bruder, ich hasse mein Gehirn. Es sagt mir nicht, dass das Kugelschreiber heißt. Kugelschreiber. An einem Kugelschreiber befestigt und in die Wand eingeführt. Das ist genial, gell? Drop it. I know ways that we can make a million. Whoa, yeah. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.